Bitte. Ja, eine Frage, weil die Rede von 140.000 Euro im Jahr ist, die das Landesamt investiert. Wie viele Arbeitsplätze werden davon gefährdet? Arbeitsplätze, also ich bin ja nicht alleine ja, in der Finanzierung inhaltlichen Schwerpunktes, aber kann man das beziffern? Kurz durch. Ja. Realistisch. Wie viele sind es bei euch? Da reden wir von Vollarbeitsplätzen. Ja. Das ist natürlich jetzt schwierig, muss man kurz hochrechnen, aber vielleicht im Anschluss. Das muss kurz zusammentun, weil das nämlich dann auch aussagekräftiger. Aber es sind einige, oder sagen wir so, es sind sehr viele. Ja, vor allem bei euch, oder? Ja. Die geht von einigen aus, ja. Also ja, bei uns. Wird sowas sein, wirklich. Ja. Aber also nur zur Erklärung, also man kann das vielleicht noch sozusagen nebenbei jetzt irgendwie zusammenzählen, aber es geht ja weniger jetzt um Arbeitsplätze, sondern es geht erstens um das Zusammenspiel ja, unterschiedlichster Einrichtungen, ja, die bisher eine Win-Win-Situation für alle ja, dargestellt haben. Es geht auch um Workshops für Erwachsene, die durchgeführt werden. Da sind wir ja nicht mehr nur an der Schule. Es geht um ein Zusammenspiel mit der Behörde, mit der Schulaufsicht, also mit der Bildungsdirektion. Ich war heute in der Früh an Schulen und es haben sozusagen auch die Schulaufsichtspersonen, die vor Ort tätig sind, und die Schulen gesagt, es wäre eine Katastrophe, ja, wenn diese Ressource, diese Expertise nicht mehr zur Verfügung gestellt werden würde. Also man kann es zwar sozusagen an Arbeitsplätzen festmachen, aber es geht vielmehr um das Netzwerken und um das Starkmachen ja, zu diesem Thema, aber vor allem auch in Richtung der Kinder. Ich glaube, das ist auch wichtig dazu zu sagen, dass es eben, uns geht es ja hier nicht um unsere Arbeitsplätze, weil wir haben größtenteils als Expertinnen und Experten auch noch andere Aufgaben in unseren Organisationen, nicht nur die sexualpädagogischen Workshops, und da können wir auch unsere Expertise und unsere Erfahrung mitnehmen. Wir haben ganz oft eben wissenschaftliche Recherchetätigkeiten oder eben Fortbildungen, die wir durchführen, auch zusätzlich mit Lehrerinnen und Lehrern oder Elternabende. Das heißt, insofern kann man auch sagen, uns geht es wirklich in dem Sinn gerade um die Jugendlichen, dass denen dieses Wissen nicht verloren geht, und nicht darum, dass wir unsere Arbeitsplätze schützen, weil da wird man andere Tätigkeiten und Wege finden, weil wir auch noch andere Aufgaben haben. Gute Frage, das war persönlich die Frage. Ja. Wie viele Leute erreichen Sie derzeit mit Ihren Tätigkeiten? Genau, das habe ich ja vorher gesagt. Also im Jahr 2018 haben wir insgesamt vom Netzwerk Sexuelle Bildung, also durch diese 12 Organisationen, 16.633 Kinder und Jugendliche erreicht. Und da gibt es aber noch mehr Nachfrage als das. Aber mehr können wir derzeit nicht abdecken mit den Ressourcen, die da sind. Plus, da sind jetzt nur Kinder und Jugendliche dabei, also das sind Workshop-Zahlen. Dazu kommen noch Elternabende, Lehrerinnen, Fortbildungen und andere Angebote außerhalb der Schule. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen, und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!